folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Hoffentlich funktionieren die noch. Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis fünf und ziehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Die liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Ja, ich lass dich reden. Fängt ja gut an, Nate. Der arme Nate führt schon Selbstgespräche, so verzweifelt ist er. Aber ich verstehe es tatsächlich. Also, wir haben Elena verloren. Sully ist tot, seine Maschine ist tot. Und Nate hat einfach wieder einmal so wahnsinnig viel Glück. Muss man sagen. Überlebt das. Er überlebt dies. Ding. Wir sind jetzt auf der Insel, wo angeblich der goldene Götz ist. Götz. Mal sehen, ob das auch wirklich so ist. Ah, sorry, Nate. Ja. Falls ihr euch manchmal wundert, warum ich dann so aussehe, als hätte ich null Ahnung von irgendwas, wenn ich das hier tue. Gerade so Höhlenbereiche sind für mich scheißen dunkel und ich sehe dann nicht immer den Weg sofort. Ich habe nämlich in der Aufnahme überprüft, ob alles gut ist und dann erstmal gesehen, wie bescheuert es zwischenzeitlich aussieht. Verzeiht's mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier... Ah, da, ich habe es blinken sehen. Extra für die Elstern gemacht. Ein Fischamulett. 5 von 60. Naja. 2007 sind auch die Wassereffekte einfach sehr geil. Kann ich da hochklettern? Nein, natürlich nicht. Aber irgendwo muss ich hochklettern, Nate. Wo denn? Ja, ich seh's. Anscheinend hatte aber Naughty Dog kein Geld, den Kantenmaler zu engagieren. Übrigens, die liebe Cupcake-Katze hat die Theorie, dass der Kantenmaler einfach Heisenberg aus Resident Evil 8 ist. Der Mann hat ordentlich viel gesehen, sollte das so sein. Na? Ja, da
da hoch muss ich. Aber ich glaube, da komme ich gar nicht so gechillt hoch. Nein, natürlich nicht. Ich frage mich, wo die gute Ellen da runtergekommen ist. Die hat es mit ihrem Fallschirm ja etwas besser erwischt. Ah, mit Anlauf springen, das klappt doch hier so gut, weil Nate sich bewegt wie ein Panzerknacker. Aber es klappt. Gut. Ein Vogel! Ein hübscher Vogel! Ein Tuka? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da sind sie ja. Oh no. Das ging aber schnell. Warum eigentlich? Oh mein Gott. Ah! Okay. Ja, ja, ich gehe ja schon in Deckung. Keine Sorge, Nate. Ich habe nicht die Intention, die Nate, warum bist du denn jetzt aus der Deckung rausgegangen? Übrigens mache ich keine Kopfschüsse. Also außer ich kann wirklich gut einen ansetzen. Aber manchmal kann es in Uncharted effektiver sein, direkt auf den Körper zu schießen. So zumindest meine Erfahrung, wenn man recht lange am Leben bleiben möchte. Das ist ja gerade in Uncharted so eine Herausforderung. Okay, ich renn drauf zu und klopf. Ah. Au, der hat mich voll eingeslappt. Ja, und von woanders werde ich angeschossen. Nein! Deckung. Von wo denn? Von irgendwo dazwischen. Rüber. Und dann wollen wir mal schießen. Du hast das mit der Deckung auch nicht so verstanden. Keine Sorge, ich habe es auch nicht verstanden. Aber trotzdem bist du vor mir tot. Cool. Nicht cool. So passiert sowas eigentlich immer mir. Wir haben die mich übrigens so schnell gefunden. Ich meine, die Maschine ist doch nirgendwo um mich rum. Oh, Nate. Nein, nein. Dieses aus der Deckung gehen ist geil. Was blinkt überall? Hat er eine Pistole mit? Okay. Ich hätte aber gerne wieder die AK irgendwie so. Ach, ich finde, es sieht so toll aus. Und Schade braucht sich einfach in keinem Belang verstecken. Hui. Ja, nee, genau. Stealth. Weil Stealth hier so gut klappt. Na. Wobei, das ist die Frage. Klappt Stealth hier? Don't know. Aber so, wenn ich nur so rollen kann? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, ob das da... Vielleicht sollte ich trotzdem jetzt einfach schießen. Oh, wie fühlt sich das an? Das lief doch direkt mal richtig gut. Zwei Headshots hintereinander. Du bist tot. Und das lief jetzt nicht so gut. Wie war das mit, ich versuche keine Headshots? Natürlich schießen die weiter auf mich. Natürlich. Da kommen nämlich noch mehr. Da kommen noch viel mehr. Und ich sehe sie gerade nicht, weil sie so weit da hinten sind. Oh, ich sehe sie wirklich gerade nicht. Der Blindfischspiegel. Ah, okay, das tut weh, Nate. Nate, wir sollten uns nicht so erschießen lassen. Das ist nicht gut. What? Okay. So nah? Doch nicht so nah? Ich glaube, ich muss hier mal raus, weil ich sehe die echt nicht. Ich sehe nur alles um mich rum. Mist! Okay, weißt du was? Ich habe hier bald keinen Schuss mehr. Ein bisschen näher kann ich schaden. Ja.
Das tat bestimmt weh. Das tat hoffentlich weh. Ich habe noch einen Schuss und da ist noch ein Gegner. Ah, natürlich klappt das so nicht. Okay. Ja, ja. Also eine Granate. Okay. Nee, so. Oh, Nate. Ja, jetzt sammel einfach die Mune ein. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich wette, da kommen noch mehr. Nee, nimm doch die. Nimm sie. Okay. In Deckung. Da kommen sie an. Nein, ich komme nicht raus. Rauskommen kann jeder. Ich erschieße euch lieber erstmal. Dann kann ich immer noch raus. Oh Gott. Da oben, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Natürlich lebt er noch. Au! Okay, ich muss hier weg. Au! Au! Okay. Ja, ja, ja. Gut. So, jetzt dürfte es etwas besser sein. Wie sie mir hinterher rennen. Ist okay. Versucht's. War hier nicht noch einer? Hier war doch einer. Ich stehe hier neben einem roten Fass. Nate! Oh shit. Was machst du denn? Oh. Okay. Direkt bestraft worden, weil ich einmal aus der Deckung gegangen bin. Ja. Das ist ein Uncharted Feeling. Direkt daneben schießen, obwohl er vor einem ist. Den habe ich direkt erwischt. Ah, ich hör Shotgun-Typ. Ich hab gar nichts mehr. Shit. Okay. Nein. Shotgun ist ganz schnell aus. Okay. Nimm sie und jetzt renn. Renn. Oh. Und Entdeckung. Shotgun ist jetzt natürlich sehr gut. Für in Inferno. Nee. Nate. Nimm's. Ich brauche irgendwas auf Entfernung und Distanz. So. Na. Na. Hier sind, glaube ich, noch mehr. Oder lebt der noch? Okay. Die Musik ist aus. Yes. Musik, bester Indikator, ob das Leben gerade gut ist. Sorry, ich bin zwar sonst ein echt toller Pumpgun-Mensch, ich liebe Pumpguns, aber hier in diesem Spiel halte ich das wirklich nur für sinnvoll, wenn man weiß, wo man hinballern möchte. Wird schon wieder geschossen. Das finde ich nicht so geil. Wo denn? Au! Da oben. Ah, oh, ich bin hier falsch in Deckung. Nein! Ist ja gut, Nate. Ist ja gut. Da oben. Der hat auch nur auf mich gewartet, der da oben. Na, komm mal raus aus der Deckung. Die AK. Will er jetzt nicht mehr? Hat er genug oder habe ich ihn wirklich umgebracht? Also ich will jetzt nicht klettern und dann klappt das nicht, ne? Ist okay. Ich lauf mal ein bisschen hier rum. Ah, das wusste ich doch. Ich find's so geil, wie sie die Mauhühner einfach zwischendurch mal hüpfen. Na komm, Nate. Wir können nicht eher klettern, bis wir den getötet haben. Ich glaube, das war's. Er hat seine Waffe fallen gelassen. So. Direkt wieder weiter. Klettern wir doch mal. Oh, da liegt noch mehr. Das nehmen wir uns. So. Und jetzt können wir auch zu denen hoch. Überall blinkt's da unten von der ganzen Moon.
Na doch, ich habe hier ordentlich was weggeholt. Der ist einfach noch nachgekommen. Der hatte Lust. Ich meine, es war doch irgendwo hier hochklettern, oder? Hm. Hätte ich gar nicht hier hingemusst. Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht hier hingemusst. Okay. Nein. Okay. Dann nicht. Dann gehe ich direkt darüber. Hui, nein, Nate geht nicht direkt darüber. Er springt lieber einfach über die Kante drüber. Das ist aber, das macht er wirklich gerne, so über die Kante springen. Da ist er wirklich gut drin. Ballern die jetzt schon wieder auf mich? Die schämen sich auch einfach gar nicht. Durch das Loch da oben. Ich weiß aber nicht, ob ich schon so gewillt bin. Ja, natürlich. Okay. Ich versuche mal, hier schon welche zu erwischen. Bevor ich rüber muss. Okay. Ich glaube, das war sogar ein Headshot. Zumindest möchte ich rüberklettern, ohne direkt Empfangsgummi zu haben. Kann ich nicht einfach da hochklettern? Doch, eigentlich ja schon. Doch. Mal checken, ob die Lage sicher ist. Runter. Er ist da drüben. Er ist da drüben! Ja. Das stimmt. Das. Ah! Oh, die kommen von allen Seiten! Ah, oh, nein, 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 nein! Ich würde gerne. Nein! Nein! Okay, den prügeln wir noch und dann gehen wir in Deckung. Deckung, Deckung, Deckung! Kann ich hier nicht in Deckung? Ich glaube, ich kann hier nicht in Deckung. Kann das ist? Ich kann hier nicht in Deckung. Okay. Wird vor mir auch geschossen? Ja! Von überall. Von überall. Na gut. Das ist okay. Man darf auch von überall schießen. Wenn ich so doof bin, sind die jetzt schon erledigt, oder? Ja, ich glaube, die sind schon erledigt. Dann klettern wir mal nochmal rüber. Ja, die Frage ist, wo gehe ich denn jetzt dann am saubersten? Oh, was? Die Arschlöcher! Die wussten, ich bin da und haben sich gedacht, hä? Okay, ich finde das Prügeln klappt hier. Ach, Nate, 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 nein! Oh. Wenn die mich jetzt umkreisen, bin ich gearscht. Na toll. Scheiße. Ja, 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 ja. Nein! Was, nein, ihr habt mich nicht. Ach, scheiße, ey. Ihr habt mich. Ja, ich wusste es. Oh, und das sind noch nicht mal die wirklich anspruchsvollen Szenen. Das ist traurig. Aber ist okay. Ich gebe dem Ganzen jetzt noch einen Versuch, ansonsten wird es nächstes Mal gemacht. Sag mal, von wo kamen die denn jetzt, diese beiden Volldunksies? Warte mal, ich versuche mal was. Vielleicht klappt das ja, ich habe keine Ahnung. Das funktioniert tatsächlich. Cool. Kommen die Typen ständig her. Sauber durch die Stirn! Ich liebe es. Sauber durch die Stirn. Und Chang Chang. Den Spruch hauen die so oft raus. Den haben sie im Dutzend billiger gekriegt. Und der ist auch irgendwie hängen geblieben in Uncharted. Einfach hier stehen bleiben und gucken, von wo die kommen. Oder muss ich die etwa triggern? Das wäre ziemlich gemein, wenn ich die triggern müsste. Er ist da drüben. Der kommt nicht hier. Nein, es sind zwei, die von da kommen. Und Ching Ching, da schon wieder. Und Ching Ching. Ich muss von hinten aufpassen. Ich muss von hinten aufpassen. Und weg. Und in Deckung. Nein, das ist zu weit hinten, ne? Schon wieder umkreist. Das ist unglaublich. Na? Okay, Leute. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal, Leute.
Und in diesem Sinne, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Stell dich darauf ein, dass das immer mal wieder passieren kann. Ich sag bis morgen. Tschüss.